Hallo, hallo, hallo zu einer weiteren Runde und einer weiteren neuen Runde von Don't Starve. Hoffentlich kriegen wir es diesmal gebacken. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Ja, such dir was zu essen, bevor es Nacht wird. Das machen wir auch direkt. Ich setze mich jetzt mal noch mal ein bisschen anders dahin. So. Ja, nachdem die letzte Runde so unglaublich toll verlief, schauen wir mal, wie wir jetzt uns schlagen. Ich habe übrigens absolut keine Ahnung, was ich machen kann, wenn es regnet, um ihn zu schützen. Also ich habe halt wirklich actually gar keine Ahnung. Soweit habe ich mich, glaube ich, mit dem Spiel leider Gottes immer noch nicht befasst. Gut, ich habe auch viele Charaktere nie freigeschalten. Viele Charaktere spiele ich auch nicht. Meistens spiele ich Wilson. Weil das Spiel halt einfach schon eh schon schwer genug ist. Dementsprechend macht man es sich dann eventuell nicht noch schwerer. Und Wilson ist halt so der Standardcharakter, der kann halt eigentlich alles. Dementsprechend. Ja. Ich lerne bei dem Spiel auf jeden Fall immer noch. Sehr sogar. Viel sogar. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, was man macht, wenn das regnet. Also bei ihm habe ich überhaupt gar keinen Plan, was ich tue, wenn es wirklich schifft. Damit er mir nicht kaputt geht, damit er mir nicht rostet. Das war jetzt scheiße. Gehe ich sogar auf und zu, dass das Kacke war. Aber egal, gut. Schauen wir mal, was wir daraus rausholen. Was wir auf jeden Fall rausholen, ist mal ein Grasschirm. Den mache ich mir jetzt schon mal gleich zur Sicherheit. Falls es dann doch wieder anfängt zu regnen. Gibt es eine Möglichkeit, auch Vögel ohne Vogelfalle zu fangen oder zu erlegen? Ich glaube auch, Natna. Also zumindest wüsste ich keine. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt. Gut, nachdem ich auch noch keine so große Fanbase habe, werden mir das jetzt wahrscheinlich auch Spieler nicht irgendwie verraten können und so. Ah, das doch, es gibt eine Möglichkeit, du musst es so und so machen. Und dann musst du zweimal A drücken und viermal B und dann rechts und links und dann hast du einen Cheatcode, der dir erlaubt, irgendwie Vögel abzuschießen. Internet, do your thing. Gibt es eigentlich solche Cheatcodes noch? Ich weiß, dass sie in den 90ern gefühlt super weit verbreitet waren. Und ich bin mit solchen Cheatcodes noch aufgewachsen, noch hart aufgewachsen. Von wegen hoch, runter, links, rechts, Dreieck, Viereck. Aber gibt es sowas eigentlich noch so richtig krass? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Spiele haben sich mittlerweile so weit entwickelt, dass sie das nicht mehr so brauchen.
Wobei auch Spiele also teilweise wirklich mir auch ein bisschen zu langweilig werden, weil sie einfach zu einfach schon fast werden. Also man sieht es ja ganz oft an Nintendo, ohne jetzt zu shaden, aber Nintendo-Spiele sind nicht mehr so schwer, wie sie mal waren. In meiner Jugend waren die noch richtig, richtig hardcore schwer. Und ja, natürlich, ich verstehe, warum sie nicht mehr so schwer sind, weil man will ja im Endeffekt auch ein größeres Publikum. Ja, man will halt ein größeres Publikum im Endeffekt erreichen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann halt sagt, ah ja, wir können die Spiele nicht so schwer schwer machen, weil sonst haut uns einfach 90% vom Publikum einfach ab. Aber ich finde, zu einfach sollte ein Spiel halt auch nicht gestaltet sein, weil sonst fangen sich halt Spieler, die halt doch auch einen höheren Schwierigkeitsgrad gewöhnt sind, einfach an zu langweilen. Von mir aus baut dann halt auch wirklich so ein Ding ein, von wegen, ja, willst du auf schwer, mittel oder leicht spielen? Und dann lasst bitte, bitte lasst uns einführen, dass Spiele öfter diesen Schwierigkeitsgrad haben mit leicht, mittel, schwer, die ich aber dann im Spielprinzip, also während des Spielens, während ich noch im Endeffekt voll drin bin im Spiel, wechseln kann und sagen kann, ah, okay, mir ist leicht jetzt doch zu einfach. Ich möchte es auf Mittel probieren. Das ist so angenehm, wenn das das Spiel wirklich zulässt, weil man sich dann halt wirklich dafür entscheiden kann, oh, ich habe mich jetzt für zum Beispiel leicht entschieden. Ich bin zum Beispiel so ein Spieler, der sich ganz oft für einen leichten Schwierigkeitsgrad begeistern lässt und ein Spiel auf leicht spielt. Der aber dann auch ganz oft feststellt, okay, leicht ist mir jetzt dann doch zu leicht und zu einfach. Ich hätte es gern ein bisschen schwieriger und würde dann gern irgendwie auf Mittel umsteigen. Und ich kann aber dann nicht auf Mittel umsteigen, weil das Spiel einfach es nicht zulässt, dass man auf Mittel umsteigt. Ich finde das ganz schlimm. Ich könnte jedes Mal kotzen. Das ist was, was mich wirklich aufregt, weil in den früheren Spielen war es ganz oft so, dass man halt einfach wechseln hat können und den Schwierigkeitsgrad dann auch im Spiel selber wechseln hat können. Sagen hat können, okay, mir ist leicht einfach zu leicht. Und Nintendo hat ja sowas gefühlt gar nicht drin und der Schwierigkeitsgrad ist mir halt einfach mittlerweile über die Jahre hinweg zu leicht geworden. Klar, wenn man natürlich dann so ein Spiel hat wie Mario Odyssey, also um das auf 100% zu kriegen, dafür muss ich natürlich mehr tun, logisch. Und das ist dann auch nicht ganz so einfach. Aber ich bin kein Spieler, der mega gern auf 100% spielt. Also klar, es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gibt dann so ein paar Spiele, die dann spiele ich schon gern mal auf 100%. Aber ich bin kein 100% Jäger. Also for real nicht. Überhaupt nicht. Außer es lohnt sich. Also ich bin ja so jemand, mich darf man ja spoilern. Ich nehme das ja überhaupt nicht krumm, wenn mich Leute spoilern in irgendeiner Form. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon weiß, weit im Voraus natürlich dann auch schon weiß, ah ja, okay, das Spiel belohnt dich dann mit einem Achievement zum Beispiel, wenn du 100% erreichst oder du kriegst eine Special-Waffe, die du sonst in dem Spiel nicht erreichen könntest. Dann ja, dann fühle ich. Dann mache ich mich vielleicht auch sogar auf die Jagd nach 100%.
Oh, ich bräuchte Stein. Shit. Also dann bin ich dafür wirklich dann. Also dann kann ich auch irgendwo mal zwischenzeitlich sagen, okay, gut, macht für mich Sinn. Klingt aber so ein bisschen blöd, aber dann macht es für mich Sinn. Hast sowieso schon wieder Hunger. Ich könnte eher wieder essen. Dann macht es für mich wirklich Sinn zu sagen, ich gehe her und versuche irgendwie 100% zu erreichen. Alles andere macht dann für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich bin, wie gesagt, ich bin kein 100% Jäger. Und wenn man das jetzt... Feenkreis! Feenkreis! Wir haben gelernt, der macht nichts, aber es ist ein Feenkreis und es sind rote... Ich könnte die pflanzen, ne? Flup. 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 Meins. Wachsen die eigentlich nach? Also alles wächst ja irgendwann nach. Aber wächst auch sowas nach? Das würde mich auch nochmal ganz hart interessieren. Ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Mich doch. Ja, ich bin kein 100% Spieler, also mich holt man damit eigentlich am wenigsten ab und dann ist halt so ein Mario-Teil für mich total unsinnig, wenn er seinen Schwierigkeitsgrad dann so dermaßen erhöht, nur für die 100% und sonst aber total langweilig und einsilbig irgendwie sich vertreibt. Das macht für mich wirklich gar keinen Sinn. Das ist für mich dann total unnötig. Dann verzichte ich lieber darauf, dass ich auf 100% spiele. Es ist auch mit jedem Zelda-Teil, der irgendwie jetzt mittlerweile rauskommt, ist es auch gefühlt dasselbe. Wir haben jetzt mit Breath of the Wild wirklich nochmal einen sehr schönen Teil bekommen. Das muss man auch mal nochmal dazu sagen. Nichts gegen Breath of the Wild, aber mir ist der Breath of the Wild. Der Teil ist mir eigentlich doch auch, muss ich jetzt schon auch mal so dazu sagen, ist mir eigentlich fast ein wenig zu einfach. Jetzt nicht, dass der so unglaublich einfach ist, aber er ist jetzt auch nicht schwer. Also Leute, die dann sagen, oh, er ist total schwer, ja nee, irgendwie ja nicht, ne? Also jetzt habe ich meine Sanity sehr gefickt. Das tut mir unglaublich leid. Es war überhaupt nicht gut, dass ich meine Sanity jetzt so gefickt habe. Es wird immer schlimmer, das ist das Schlimme dran. Ich mach's auch gerade einfach nicht besser. Die gebe ich jetzt dann an die Schweinchen.
Boah, meine Sanity ist richtig krass im Arsch. Oh. Oh. Egal. Ja, also ich wäre schon auch dafür, dass man wieder so Spiele hat, wo ich einfach doch auch entscheiden kann, welchen Schwierigkeitsgrad möchte ich spielen und vor allem möchte ich dann den Schwierigkeitsgrad mittendrin ändern, habe ich auch die Wahl dazu, dass ich den auch wirklich ändern kann. Das wäre mir schon ganz lieb, wenn Spiele wieder dahin zurückkommen würden. Weil auch das Spiel ist jetzt eigentlich im Endeffekt leicht, aber dadurch, dass halt einen alles töten will, dadurch, dass es halt auch irgendwo auf Glück basiert ist, dadurch, dass es auch Luck, Skill, also Luck und Skill basiert ist, so, ist es manchmal schon auch schwer, hier wirklich Tage richtig krass zu überleben. Also ich habe Runs, da bin ich mal irgendwie 30 Tage am Leben gewesen. Dann habe ich Runs, da schaffe ich keine 3 Tage, wie man es jetzt vorhin gesehen hat. Da mache ich einen einzigen Fehler und ich bin halt hier. Also ich verstehe Fehler machen und so, ne? Genau, versteht mich nicht falsch. Aber das ist dann halt einfach auch irgendwo ein bisschen nervig. Ist es klug? Ist das, was ich vorhabe, klug? Wahrscheinlich eigentlich eher weniger. So, wir schauen uns jetzt, dass wir uns eventuell... Willst du es gar nicht? Warum? Ah. Okay. Ja, die kann man füttern. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool, denn wenn man die füttert. Wenn man die füttert, kann man die durchaus so ein bisschen für sich gewinnen. Meine Sanity ist vollkommen im Arsch. Ich muss jetzt mal schauen. Ich brauche eigentlich eine Blumenwiese. Aber mit der Blumenwiese, da ja, beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge nochmal mit damit. Und ich sag jetzt einfach schon mal, ciao Kakao. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.